Hallo aus der Bastelbox. Heute sind mal wieder kuschelige 33 Grad und die Kamera hat mir schon mitgeteilt, dass sie nur bedingt dazu bereit ist, hier das Ganze mit aufzunehmen. Es wird also eine hervorragende Aufnahme. Und bevor die Kamera jetzt den Geist aufgibt, noch ganz schnell die Info, worum geht es eigentlich im heutigen Video? Und zwar um Farbe, denn die Bastelbox soll in Zukunft etwas bunter werden, also nicht die Werkstatt an sich, sondern das ein oder andere Projekt. Da möchte ich gerne mit Farbe arbeiten. Ich weiß noch nicht genau, mit welcher Farbe und wie und was. Ich habe da auch zwei Hersteller angeschrieben, die haben sich leider bisher nicht zurückgemeldet. Und ja, mal sehen, was daraus wird. Jedenfalls experimentiere ich jetzt erstmal mit Sprühfarbe rum. Die ist wasserbasierend mit sehr, sehr geringen Mengen an Lösungsmittel trotzdem noch drin. Ist aber erstmal vollkommen egal. Es geht heute darum, für diese Flaschen und noch ein paar mehr Flaschen ein Regal zu bauen. Und das hat ein paar Besonderheiten. Und wenn dich das interessiert, dann bleib einfach dran. Und wenn dich das nicht interessiert, dann bist du trotzdem herzlich eingeladen, das Video natürlich bis zum Ende anzuschauen. Vielleicht änderst du ja deine Meinung noch. Die Menschen, die mir hier schon ein bisschen länger folgen, wissen, dass ich sehr viele Projekte mit 1,5 cm Multiplex mache. Dieses Regal soll aber aus Gründen, die ihr später noch erfahren werdet, so leicht wie möglich sein. Und deswegen habe ich hier zum einen 9 mm Multiplex. Hier seht ihr noch ein bisschen Wasserschaden von meiner kleinen Überflutung. Aber das ist alles wieder trocken, aber sieht halt jetzt so aus, wie es aussieht. Und ich habe ja auch noch viel dünner, 6 mm, glaube ich, Pappesperrholz. Ich habe auch noch ein größeres Stück Pappesperrholz mit 9 mm oder 10 mm. Ich weiß auch nicht genau, welches Material ich nehme, auf jeden Fall irgendwelche Reste, die hier rumstehen, weil davon habe ich eh viel zu viel und die müssen mal ein bisschen weggearbeitet werden. Das ist aber ein anderes Thema. Das heißt, das Material ist reines Plattenmaterial, wie gesagt, entweder Pappelsperrholz oder Multiplex und das säge ich mir jetzt erstmal zurecht. Das ist jetzt mein erster Zuschnitt und ihr könnt hier sehen, ich habe mich jetzt doch hier für das 10 mm Pappelsperrholz entschieden. Das ist wirklich noch mal ein ganzes Stück leichter als das Multibags in gleicher oder ähnlicher Stärke. Und ja, das sind jetzt hier die ersten Einzelteile. Es kommt noch ein bisschen mehr, nämlich der äußere Rahmen. Und das ist auch schon die erste Besonderheit. Das ist kein ein Stück Regal sozusagen, wo alles einfach zusammengeschraubt ist, sondern es gibt hier, ich nenne es jetzt mal Gondeln, also vier solche einzelnen Fächer, die so hier zusammengebaut sein werden. Natürlich dann aber geschraubt, damit das Ganze auch hält. So, und hier kommt dann noch Löcher rein und hier stehen 5 Dosen in der Reihe drin. Und von diesen Gondeln wird es insgesamt 4 Stück geben. Und das Ganze kommt dann noch in den Rahmen. Warum und wieso das Ganze so ist, das seht ihr am Ende. Oder vielleicht habe ich auch schon am Anfang einen kurzen Einspieler gemacht, dann wisst ihr es eh schon. Bevor ich diese 4 Fächer jetzt aber zusammenschrauben kann, beziehungsweise wahrscheinlich werde ich sie nageln, aber andere Geschichte, auf jeden Fall, bevor ich das Ganze machen kann, muss ich noch das ein oder andere Loch bohren und genau dafür zeichne ich mir jetzt hier erstmal die passenden Mittelpunkte an. In der Ständerbohrmaschine habe ich jetzt hier die Lochkreissäge eingespannt und die hat einen Zentrierbohrer und damit kann ich jetzt hier genau in die vorgebohrten Löcher eintauchen und dann sollte das ziemlich gleichmäßig werden. So, die Löcher sind gesägt. Es sieht natürlich jetzt noch nicht schön aus. Hier sind überall noch Fasern und so weiter. Das heißt, das werde ich alles wegschleifen. Überlege auch hier mit der Kantenfräse einfach oben die Kanten ein bisschen rund zu machen. Weiß ich noch nicht. Egal. Auf jeden Fall ist das erstmal erledigt. Und jetzt kommt der nächste Schritt. Und damit kann ich die 4 einzelnen Fächer jetzt zusammenleimen, also leimen in erster Linie. Und als zweites werde ich hier noch Nägel nutzen. Schrauben waren mir jetzt ein bisschen zu aufwendig, auch in Bezug auf die geringe Materialdicke. Da müsste man alles wieder vorbohren und so weiter. Das ist, glaube ich, ein bisschen übertrieben. Deswegen wird das Ganze jetzt einfach geleimt.
So, und das brauche ich jetzt noch viermal, also noch dreimal insgesamt viermal. Und nachdem das wie von Zauberhand passiert ist, geht es jetzt darum, den Rahmen um das Ganze zu bauen. Und hier muss ich selbst noch ein bisschen experimentieren, schauen, denn ich habe noch nicht die finale Höhe, weil ich noch nicht genau weiß, wie die Kästen übereinander passen, wie viel Platz ich da lassen muss und so weiter. Das heißt, die obere und die untere Platte, aber die obere und die untere Platte, die sind schon fertig. Die sind nicht gleich breit und auch nicht gleich lang. Warum das so ist, erklärt sich später, glaube ich, von selbst. Genau, und ich werde jetzt erstmal die untere Platte an die beiden Seitenteile schrauben und dann schauen mit diesen vier Kästen, wie viel Platz ich habe und wie lang ich die Bretter sozusagen lassen muss. Genau. So viel zur Theorie und jetzt wird geschraubt. Und ein ganz kleines Problem oder zumindest eine Thematik, die ich beachten muss, gibt es noch, und zwar diese Multiplex-Platte, die ich hier verwendet habe. Die steht schon eine ganze Weile, wahrscheinlich 2 Jahre oder so, in meinem Plattenregal. Und das hat zur Folge, dass die ganz leicht gebogen ist und ich hier so eine kleine Wippe habe. Und ja, da die Kästen nachher genau reinpassen müssen, muss ich mal schauen, wie ich damit umgehe und hoffe einfach, dass das nicht so eine große Rolle spielt am Ende. Ja, und jetzt kann ich mir das hier reinsetzen und erstmal ausprobieren, wie das Ganze aussieht und wie es funktioniert und in welchen Höhen ich das Ganze dann anbringe. Die Spraydosen, die ich hier nutze, die sind übrigens 20 cm hoch und 6,6, 6,7 cm im Durchmesser. Meine Löcher sind etwa 7 cm hier im Durchmesser gebohrt. Ja, und jetzt kann ich mir das hier mal reinhalten und schauen, in welcher Höhe ich das Ganze anbringe. Dass das Ganze hier ein leichtes Spiel hat, ist übrigens Absicht. Warum, das seht ihr gleich noch. Denn der einen oder anderen fällt es vielleicht auch schon auf. So wird das nichts hier. So kriege ich nämlich meine Dosen nicht raus. Das Einfachste wäre es natürlich gewesen, diese Böden hier, wo die Flaschen drin sind, einfach so leicht schräg fest in den Korpus einzubringen. Also so hier zum Beispiel. Und dann hätte der nächste relativ nah übereinander hier sein können und die Dosen wären sich gegenseitig nicht ins Gehege gekommen. Das hätte man so machen können, aber ich hatte halt eine andere Idee mit einer anderen Absicht und deswegen muss das Ganze bei mir ja erstmal aufrecht in diesem Korpus reinpassen. Das hier ist jetzt mein vorläufiges Endergebnis und wie ihr vielleicht sehen könnt, davon abgesehen, dass hier überall so bunte Sachen drin stecken, das sind einfach so kleine Verglasungsklötzchen, die sich extrem gut eignen, hier überall den gleichen Abstand reinzukriegen. Aber eigentlich wollte ich sagen, das ist das eigentliche Endergebnis oder das vorläufige zumindest. Und man sieht hier, der Abstand zwischen diesen beiden Fächern, der ist extrem gering. Das sind ungefähr 2 cm, sodass ich hier also keinesfalls in die Flasche rankomme. Aber die Flasche kann halt auch nicht rausfallen. Selbst wenn ich das jetzt hier unten versuchen würde, die irgendwie rauszuziehen, das funktioniert nicht, sondern die Flaschen sind da fix drin. Genau, und das wäre der Abstand, der klappen sollte. Das sage ich jetzt im Konjunktiv, weil ich das erst final testen kann, wenn das untere Fach richtig eingebaut ist. Aber ich versuche es halt so knapp wie möglich zu machen. Momentan denke ich, es müsste mit 2 Zentimetern gehen. Dann geht hier das nächste Fach los, dann wieder 2 Zentimeter Luft, nächstes Fach und so weiter. Und ja, jetzt geht es darum, das Ganze einzubauen. Und das ist nicht ganz so einfach, denn, wie sich es jetzt vielleicht der ein oder andere schon gedacht hat, möchte ich das hier unten ausklappbar machen, also nicht hier unten, sondern alle vier Fächer sollen quasi hier unten einen Drehpunkt haben, also da kommt ein Bolzen rein, damit ich das ganze Fach bis zu einer definierten Weite komplett vorkippen kann. Und wie ihr seht, es ist knapp, aber die Deckel gehen hier super, ohne das Ganze zu berühren, an dem Boden vorbei. Und so soll das Ganze funktionieren. Wie ich das jetzt genau mache mit dem Stoppen und dem Kippen, da habe ich zwar schon Ideen und Vorstellungen, aber ob die funktionieren, das seht ihr gleich. Die Umsetzung mit so einem Bolzen klingt relativ einfach, ist es aber nicht immer unbedingt, denn ich habe ja jetzt hier das Problem, dass ich eigentlich nicht von außen hier durchbohren möchte, sondern ich hätte ja gern eigentlich hier drin eine Vertiefung, also in dem Rahmen drin und dann hier entsprechend gegenüber in dem Fach eine Vertiefung und dann könnte der Bolzen da irgendwie rein. Aber ich kriege es natürlich nicht hin, das auf beiden Seiten irgendwie ja hinzubekommen. Das heißt, ich müsste eigentlich den Korpus nochmal auseinanderschrauben, dann alles in die eine Seite einfädeln und dann hier gleichzeitig alle vier Ebenen
dann wieder in dieses Brett hier einfädeln und dieses Brett festschrauben. Das kann man auch machen, aber ich möchte mir das einfach wesentlich vereinfachen. Das heißt, ich habe hier mein Fach, hier unten kommen die Abstandshalter rein, so hoch wie das Ganze sein soll. Und dann bohre ich hier einfach von außen durch diese Wand und auch gleich mit in dieses Fach rein. Und dann schiebe ich meinen Bolzen durch und das natürlich auch auf der anderen Seite. Und damit der Bolzen dann hier nicht wieder rausrutschen kann, verleime ich dann hier einen Rundstab auch mit 4 mm einfach wieder ein. Und damit ist der Bolzen drin und ich kann das kippen und ich mache es mir super einfach in dem Falle. Das untere Fach ist jetzt hier komplett eingeklemmt, also da bewegt sich nichts mehr. Ich habe ja links und rechts die 2 mm Abstandshalter unten, die 4 mm drin und habe mir jetzt hier noch angezeichnet 0,5 cm von vorn, also relativ nah wirklich dran, weil ich will, dass der Drehpunkt sehr weit vorn ist. Und genau hier auf Mitte dieses Bodens, weil ich auch den ein kleines Stück mitnehmen will, damit nicht nur die Seitenwand die Last trägt. Und ja, jetzt bohre ich mal hier rein und schau mal, ob meine Theorie auch funktioniert. Und damit sind wir jetzt beim ersten Kippversuch. Die beiden Bolzen sind also unten drin und ich kann das Ganze jetzt hier ganz leicht vorkippen und zwar ungefähr bis hierher. Jetzt steht es von allein, aber sitzt halt hier unten auf der Kante auf. Das heißt, wenn ich das jetzt stehen lassen würde, würde das wahrscheinlich der Kante nicht sonderlich gut tun. Ich habe auch überlegt, ob ich die noch ein bisschen rundschleife, damit es noch ein Stück weiter geht. Aber das will ich ja eigentlich gar nicht. Das soll ja auch nicht nach vorne rausklappen können, sondern mir reicht es ja so, dass ich hier die Dosen einfach rausnehmen kann, wieder reinstellen kann, wieder zuklappen kann, fertig. Also ich brauche das hier gar nicht irgendwie extrem weit aufgeklappt. Im Gegenteil, das steht ja dann nur im Weg. Das heißt, ich mache das so knapp wie möglich. Allerdings gibt es jetzt hier noch eine Aufgabe und zwar muss ich natürlich dafür sorgen, dass das nicht von alleine nach vorne rauskippt. Das heißt, ich brauche hier irgendeine Art von Haltemechanismus. Eigentlich wollte ich hier in den Korpus rein einfach einen Bolzen wieder machen, der sozusagen dann hier mit dieser Ecke zusammenstößt und so das Ganze bremst. Allerdings habe ich jetzt gerade festgestellt, ich müsste diesen Bolzen sehr weit nach vorne machen, also quasi fast hier an die Kante, damit das halt weit genug rauskommt, damit nicht das passiert, dass das Ganze von alleine wieder reinkippt. Denn das will ich natürlich nicht. Das heißt, ich muss jetzt hier mir irgendwas überlegen, dass das ja weit genug, aber nicht zu weit rauskippt und dann auch irgendwie fixiert ist. Genau. Und wenn ich das gefunden habe, dann mache ich die anderen 4 Fächer noch. Und dann melde ich mich wieder. Eine ganze Weile und auch eine Mahlzeit später stehe ich jetzt hier vor dem, ich sage jetzt mal, fertigen Regal. Fertig ist es natürlich noch nicht, aber die 4 Fächer sind drin und lassen sich auch alle schon kippen. Aber das Ganze ist jetzt hier noch mit diesen Zwingen zusammen und das liegt einfach daran, dass die beiden Außenseiten oben noch nicht miteinander verbunden sind. Und wenn ich die Zwingen abmache, dann läuft es Gefahr, dass die einfach ein bisschen auseinander gehen und dann die Bolzen alle rausfallen und so. Das will ich mir ersparen. Deswegen ist das noch verklemmt, aber es funktioniert. Und für die Problematik sozusagen, dass die Seitenwände auseinandergehen, kommt natürlich obendrauf ein Abschluss. Und außerdem habe ich hier noch 2 oder 3 Leisten, das kann ich mir noch überlegen, die ich dann hier hinten noch einziehen werde, damit die beiden, ja, Wände miteinander verbunden sind und dieser Klappmechanismus auch richtig funktioniert und nicht irgendwie an irgendeiner Stelle auseinandergeht. Genau. Und wenn das erledigt ist, dann geht es weiter, denn fertig sind wir immer noch nicht. Ja, also bis gleich.
Ja, und da habe ich gerade noch so schön gesagt, fertig sind wir noch lange nicht, aber ihr seht jetzt hier das fertige Regal, denn es hat am Ende gar nicht so lange gedauert und war jetzt auch nicht so spannend, aber ich zeige euch, was ich jetzt noch gemacht habe. Ich habe euch auch noch gar nicht verraten, wie ich den Stopp jetzt letztlich umgesetzt habe, und zwar so, wie ich es glaube ich auch schon erwähnt habe. Ich habe hier eine Nut reingefräst, beziehungsweise nicht gefräst, sondern erst hinten und vorne ein Loch gebohrt und dann mit der Stichsäge ausgesägt. Und das ist jetzt hier meine Führung. Hier ist ein Dübel in der Seitenwand. Und jetzt kann ich das hier quasi führen und hinten ist der Anschlag. Und ja, dann kann es halt nicht weiter und wieder zurück. Und das funktioniert super. Ich kann den Dübel auch rausziehen. Das geht jetzt nicht so einfach wie gerade eben, weil ich den jetzt schon vorher ein Stück rausgezogen habe, damit es jetzt leichter geht. Und dann könnte ich das Fach hier auch nach vorne rausklappen, für was auch immer das gut sein sollte. Aber es geht zumindest theoretisch. Ich habe auch überlegt, ob ich den Dübel einleime. Aber der geht, wenn man ihn jetzt dann richtig reindrückt, wieder so schwer rein und raus, dass das vollkommen ausreicht. Und wer weiß, vielleicht ist es ja irgendwann sinnvoll, dass man das nochmal rausnehmen kann. Und dann habe ich das hier natürlich mit einer Deckplatte oben abgeschlossen und, wie soll das anders sein, habe auch eine French Gliedleiste hinten dran gemacht, damit ich das Ganze an meiner French Gliedwand hängen kann. Das ist zwar noch nicht der finale Platz, ich weiß noch nicht ganz genau, wo ich das hinhänge, wahrscheinlich hier an diese Stelle und dafür kommt diese Vorrichtung hier weg. Aber was ich da eigentlich zeigen wollte, ist, dass das Ganze jetzt nur 11 cm tief ist. Das heißt, dieses Regal ist schön flach an der Wand und ja, so oft brauche ich die Dosen auch nicht. Aber wenn ich sie brauche, dann kann ich das Ganze einfach rausklappen und kann die Dosen nutzen. Also kommt da gut ran. Und ja, wenn ich sie nicht mehr brauche, klappe ich das Regal wieder ein und es nimmt wieder sehr wenig Platz weg. Und ein weiterer Vorteil ist, dass das Regal relativ leicht ist. Das heißt, ich kann es einfach anpacken und auch mitnehmen. Eignet sich auch, um es zum Beispiel irgendwo hinter den Fahrersitz mit ins Auto zu stellen oder irgendwo an die Ladewand bei einem Transporter mit einem Spanngurt festzumachen, was auch immer. Die Dosen können ja nicht rausfallen. Und ja, dann bin ich aber vielleicht irgendwo vor Ort und stelle das Ganze hin und habe hier natürlich das Problem. Das ist ja nur 11 cm breit und entsprechend unsicher steht das Ganze. Aber genau dafür habe ich auch eine Lösung. Wenn ich also irgendwo ankomme und mein Regal hier nutzen möchte, also abstellen möchte, dann habe ich hier hinten noch so ein Ausstellbein sozusagen drin in Breite des gesamten Regals. Und dann kann ich das Regal hinstellen und das steht wesentlich sicherer, als wenn es einfach nur so auf dem 11 cm Boden stehen würde. Genau, und jetzt kann ich hier meine Fächer aufklappen und mein Spray rausnehmen, es nutzen, wieder reinstellen. Und wenn ich wieder gehen will, dann klappe ich das Ganze einfach zusammen und Bein wieder rein und kann das Ganze wieder mitnehmen. Die Weite, wie weit ich diesen Aufsteller hier rausziehen kann, den habe ich hier ganz einfach mitten im Strick limitiert. Hätte man sicherlich auch schöner machen können, aber warum? Es funktioniert und das ist die Hauptsache. Hier muss ich natürlich aufpassen. Ich könnte das ja jetzt auch beliebig länger machen. Allerdings funktionieren dann irgendwann die Kästen nicht mehr, weil die dann von allein zukippen. Also das heißt, wenn ich dieses Regal hier zu flach hinstellen würde, dann habe ich natürlich das Problem, wenn ich das hier aufmache, dass das sofort wieder zufällt. Und das ist nicht im Sinne des Erfinders. Deswegen ist das relativ steil, aber trotzdem super stabil. Das Regal kommt wieder an die Wand. Und ich habe jetzt ein schönes Farbenregal. Und es kommt demnächst mit Sicherheit auch noch mehr Farben dazu. Sieht ein bisschen leer aus und außerdem kann man sicherlich auch noch mehr Farben gut gebrauchen. Und damit ist das heutige Video vorbei. Ich bin sehr gespannt auf eure Meinungen und Ideen zu diesem Regal. Das könnt ihr mir alles gerne in die Kommentare schreiben. Und ansonsten abonnieren, wer das noch nicht gemacht hat, und auch gerne liken und so weiter. Ihr wisst, wie das Spiel geht. Und ja, ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder pünktlich 9:30 Uhr am Samstag. Und bis dahin macht's gut. Schützt euch wie immer in den letzten Wochen vor der Sonne. Bleibt gesund und wir sehen uns. Ciao.